Ene, Mene, Mu und schleifen wirst heute du. Heute zeige ich euch, wie man mit den Maschinen richtig schleift. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zum Thema Schleifen. Ich will euch zeigen, wie man jetzt hier in dem Fall diese Tür vernünftig bearbeitet durch diverse Schleifmaschinen. Angefangen mit dem Exzenterschleifer, dem Bandschleifer, dem Schwingschleifer und dem Deltaschleifer. Bevor wir aber mit den Geräten anfangen, ganz wichtig, Arbeitsschutz, Atemschutz und Schutzbrille, weil der feine Staub natürlich in die Augen oder in die Atemwege kommen kann. Und weil die Geräte doch ein bisschen lauter sind, den Gehörschutz. Bevor wir aber loslegen zu schleifen, müssen wir uns erstmal im Klaren sein, was wollen wir schleifen. Je nachdem, was ich schleifen möchte, habe ich verschiedene Papiere. Für den Grobschliff haben wir hier ein P80. Für den Mittelschliff haben wir ein P120 und für den Feinschliff haben wir hier ein P240. Zum Thema Schleifpapier hatten wir bereits ein Video, das könnt ihr hier oben rechts anklicken, da wird alles nochmal detailliert erklärt. So, dann können wir jetzt das Projekt Tür starten. Ganz wichtig im Vorfeld Schutzkleidung anziehen. Wir werden mit dem Exzenterschleifer anfangen, aber vorher mache ich mir noch ein bisschen Platz auf meinem Arbeitsplatz. So, bevor wir jetzt schleifen, machen wir erstmal unser Werkstück richtig fest. Ja, dafür habe ich hier schon eine Schraubzwinge angebracht und die zweite setzen wir jetzt hier an. Ich fange jetzt mit dem Exzenterschleifer an. Hat folgenden Vorteil, ich kriege ohne viel Druck relativ viel Fläche beschliffen. Großer Nachteil ist natürlich, ich komme nicht in die Ecken und Kanten, gerade bei der Tür rein, weil wir einen kreisförmigen Schleifteller haben. Ganz wichtig noch, ihr habt hier hinten so einen kleinen Filtersack dran. Das ist je nach Maschine unterschiedlich, entweder kann ich einen Staubsauger anschließen oder hier der Filtersack. Macht es auf jeden Fall ran, dann habt ihr nicht so viel Staub in der Luft. Kleiner Tipp noch, immer in Faserrichtung schleifen, dann habt ihr ein schön sauberes Schleifbild. Wir legen los. Das passt für mich. Genau, schön glatt alles. Um jetzt die Tür weiter zu bearbeiten, nehme ich mir ein anderes Schleifgerät, und zwar den Bandschleifer. Denn hier in dem Bereich haben wir ein bisschen robusteres, ein bisschen dickeres Holz. Und da kann ich mit dem Bandschleifer arbeiten. Den hole ich mir rüber. Vorteil bei diesem Gerät ist, dass ich relativ schnell viel Material runternehmen kann. Nachteil von dieser Maschine ist natürlich auch, dass wenn ich zu viel Druck ausübe, bringe ich Vertiefungen ins Holz. Das heißt, ich habe ungewollt schöne Stellen, wenn ich einfach zu viel Druck ausübe. Funktion der Maschine, ja, ihr habt hier eine Antriebsrolle und hier habt ihr eine Umlenkrolle, mit der ich im Prinzip das Schleifpapier immer im Kreis rotieren lasse. Gut, ich würde sagen, ich lege einfach mal los und zeige euch, wie man mit der Maschine umgeht. Ich bin jetzt mit dem Bandschleifer fertig, aber wie ihr seht, haben wir hier auch noch mal kleine Ecken und Kanten, wo ich mit dem Bandschleifer einfach nicht reinkomme. Und dafür nehmen wir uns jetzt den Schwingschleifer. Vorteil bei dem Gerät ist, dass ich sauber in die Ecken und Kanten reinkomme und da ein wirklich sauberes Schleifbild erstellen kann. Nachteil ist, deswegen haben wir mit dem Bandschleifer vorgearbeitet, ich kriege damit nicht viel Material runter. Mit dem mache ich jetzt das Finish. Legen wir los. Jetzt haben wir die großen Flächen fertig. Ein kleiner Hinweis noch am Rand. Mit der Maschine, genauso wie mit dem Exzenterschleifer, da ist manchmal weniger mehr. Das heißt, nicht so viel Druck ausüben, sondern wirklich gleichmäßig. Die Maschine macht das von ganz alleine. Gleichmäßig schleifen lassen und alles ist im grünen Bereich. Wie eben schon gesagt, die großen Sachen sind fertig und jetzt geht es ins Detail. Und dafür brauchen wir den Deltaschleifer. Den holen wir uns jetzt. Da ist der Deltaschleifer. Hier bei dem seht ihr jetzt den Schlauch hinten dran. Hat einfach den Hintergrund, dass der Staubsauger mit angeschlossen ist. Was ich vorhin schon sagte, ist, manche Maschinen haben einen Filtersatz, manche haben den Staubsaugeranschluss. Ganz wichtig, vergesst nicht, den Staubsauger anzumachen bzw. die Einschaltautomatik am Staubsauger anzumachen. Vorteil bei dem Deltaschleifer ist, wie ihr seht, wir haben hier Ecken, Kanten, also ein Dreieck quasi, mit dem ich wunderbar in diese kleinen, verwinkelten Ecken reinkomme, um die glatt zu schleifen. Großer Nachteil bei dem Gerät ist, ihr seht selber, wir haben eine kleine Schleiffläche. Ja, damit brauche ich hier gar nicht anfangen, so eine Tür großflächig zu bearbeiten, sondern wirklich nur rein für die kleinen Ecken. Dann würde ich sagen, machen wir die Ecken fertig. Ja.
Jetzt haben wir die Ecken und Kanten soweit fertig. Eine Stelle können wir mit der Maschine aber nicht erreichen. Das zeige ich euch mal. Wenn ich hier mit dem Delta-Schleifer rein möchte, um diese Fläche zu schleifen, komme ich einfach nicht rein, weil er auch da zu breit ist. Aber dafür haben wir unsere gesunden Hände und können damit schleifen. Ja, mit dem Gerät könnt ihr euch gerne noch mal anschauen in unserem Video hier oben, wie es ums Handschleifen geht, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Da ist es noch mal detailliert gezeigt und beschrieben. Auf jeden Fall sind wir damit hier lang gegangen und haben die Fläche schon glatt geschliffen. Hier haben wir alle vier. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ein, zwei Tipps noch. Schleift, wenn möglich, immer in Faserrichtung. Ihr seht ja hier die Fasern und quasi in diese Richtung fangt ihr an zu schleifen. Wenn ihr Objekte habt, die im Außenbereich stehen sollen, tut euch selber den Gefallen, nehmt einen Schwamm, macht den ein bisschen nass und dann schmiert ihr quasi die zu schleifende Fläche einmal ein. Hat den Vorteil, dass sich die Fasern aufrichten durch die Feuchtigkeit und dann könnt ihr die abschleifen. Mein absoluter Favorite ist der Exzenterschleifer. Der darf für mich in meiner Werkstatt gar nicht fehlen, weil ich damit wirklich viele, viele Sachen bearbeiten kann. Selbst im Kfz-Bereich kann ich Sachen polieren. Deswegen für mich mein Favorite. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, mit welcher Maschine ihr am liebsten arbeitet oder ob ihr noch alles oldschool per Hand macht. Ansonsten auf dem Weg nach unten lasst mir ein Abo da und der Daumen nach oben darf auch geklickt werden. Vergesst nicht, das Glöckchen zu klingeln, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Ansonsten würde ich sagen, frohes Schleifen und bis später. Ciao.